Hallo Leute, beim letzten Mal im Teil 5 habe ich euch das Camp Gythion Bay und das Camp Tolo Beach gezeigt. Nun geht es weiter zu unserem letzten Stopp, dem Camp Bionium Beach. Und von dort aus haben wir eine Radtour zu einem tollen Freistehplatz, der Cantina Sakis, gemacht. Im Camp Bionium Beach waren wir im Jahr 2018 schon mal. Dort hat es uns sehr gut gefallen und wir wurden auch heuer wieder nicht enttäuscht. Hier gleich links neben dem Camp, da wo ihr jetzt die Stiege seht, wurde das Camp vor Jahren getrennt und es werden unterschiedliche Konzepte betrieben. Links Appartements mit Pool und Restaurant und rechts der Campingplatz mit Pool und Restaurant. Ich glaube, die beiden Besitzer sind Brüder. Wir haben einen tollen Stellplatz bekommen, gleich in zweiter Reihe neben der Bar und dem Zugang zum Strand. Der Barbereich ist echt lässig. Man hat irgendwie das Gefühl, in einer Karibikbar zu sitzen, gleich mit Blick aufs Meer. Auch das Restaurant ist sehr zu empfehlen. Man sitzt hier schön erhoben mit Blick auf den am Abend beleuchteten Pool. Und das Essen ist auch sehr gut. Die Stellplätze sind alle ausreichend schön groß und durch Hecken voneinander getrennt. Hier gleich rechts neben dem Restaurant, die Rampe hoch, befindet sich ein kleiner Markt mit allem, was man so braucht. Auf unserem Platz befand sich ein Wasser- und Stromanschluss sowie ein Grauwasserabfluss. Tja, das war ein tolles Fahrzeug.
Campingplatz kann man rüber in den anderen Bereich gehen, wo die Appartements sind. Dort ist auch ein tolles Restaurant, wo man gut essen kann, mit tollem Ausblick aufs Meer. Diese Aufnahmen sind vom Jahr 2018. Heuer waren wir dort nicht. Wenn der Campingplatz in der Nacht beleuchtet ist, herrscht dort eine ganz besonders schöne Stimmung. An einem Vormittag machten wir eine Radtour zur Cantina Sackis. Das ist eine Strandbar mit großem Parkplatz direkt am Meer, wo man schön freistehen kann. Wir sind 2018 dort ein paar Tage freigestanden und hatten dort immer ganz leckeren griechischen Salat und eine gegrillte Dorade gegessen. Das sind jetzt Aufnahmen aus 2018. Achtet genau auf die Abrisskanten zum Strand. Wie es dort heute aussieht, seht ihr gleich. Ab jetzt seht ihr aktuelle Aufnahmen. Der Besitzer der Bar sagte mir, dass heuer durch die Winterstürme die Bar fast weggeschwemmt wurde. Schaut euch die Bilder an und vergleicht sie mit denen von vorher. Hier sieht man es auch sehr gut, dass sich der Sturm und das Meer bis zur Strandbar hinzugearbeitet hat. Doraden gibt es leider auch nicht mehr dort. Wenn man eine will, muss man sie am Vortag bestellen. Am letzten Abend gingen wir gut essen, tranken in der Bar eine Pina Colada und ich einen Caipirinha. Am nächsten Tag war dann unser Urlaub zu Ende und wir brachen auf nach Patras, wo unsere Fähre am Abend fuhr.
Wir hatten das erste Mal Camping an Bord gebucht und waren dementsprechend gespannt, wie das werden würde. Neu war in diesem Jahr, dass der Besitzer außerhalb des Campingplatzes eine Fähr- und Entsorgungsstation gebaut hatte.